Ach, ihr seid auch schon wieder hier. Ja, ich bin noch nicht ganz so weit. Aber ich sag mal, salut zusammen und herzlich willkommen. Mein Name ist Tom. Und ich bin gerade dabei, ein bisschen Terrain Editing zu betreiben. Da mal ein Hügel, da mal eine Senke. Dass das Ganze ein bisschen realistischer wirkt. Ich möchte aber heute noch ein paar Sachen einfügen in die Karte. Wie ihr seht, habe ich hier schon Straßen eingefügt. Gezeichnet, eingefügt noch nicht. Das kommt dann beim nächsten Mal. Aber ich würde mal sagen, ich mache mal hier mal ein bisschen weiter. Ihr kriegt dafür eine Timelapse in der Zwischenzeit und nachher geht es dann weiter mit Objekte einfügen in die Karte. Vielleicht machen wir einen kleinen Rundflug, was ich schon gemacht habe, dass ihr einen Stand habt. Bis nachher. Ja, so, wie ihr seht, ja, es geht langsam, aber stetig voran.
Gelände wird uneben. Ja gut, das ist noch von der Standardkarte zum Template. Was ich mal gemacht habe, ich habe hier eine Erhöhung gebaut mit dem See hier oben, der da weiter nach unten geht und Berg vorbei mit der Kirche. Hier dann die Straße nach hier oben. Auch das Gebiet habe ich ein wenig erhöht. Das habe ich noch das letzte Mal gemacht, das habt ihr noch gesehen gehabt. Und es ist eigentlich relativ wichtig, dass ihr zwischendurch, auch wenn ihr im Grupparbeit dran seid, dass ihr die Karte mal befahrt. Ich habe jetzt halt das Problem, ich habe hier einen Fluss, von hier kommt, ich habe da hinten einen Fluss, das ist eine Straße, das da. Leg mal kurz hin, das ist eine Straße, hier. Und ebenfalls hier habe ich einen Fluss. Da ein kleines abgelegenes Gebiet. Mal gucken, was da hinkommt. Und hier den Ablauf vom See. Ebenfalls ein Fluss. Das heißt, wo kriege ich jetzt die ganzen Materialien her für zum Platzieren in der Karte? Deshalb mache ich mal zu. Das mache ich mal zu. Ist eigentlich relativ simpel. So, wir speichern mal kurz, bevor ich da wieder lade, bevor der wieder abstürzt. Frage ist halt jetzt, was für eine Karte baut ihr? Baut ihr eine europäische Karte? Baut ihr eine amerikanische Karte? Ich weiß jetzt zum Beispiel für da oben, für hier, den Teil, möchte ich zum Beispiel die Brücke haben von der Elm Creek. Das heißt, ich muss jetzt nicht die Brücke suchen, sondern ich gehe auf Import hier oben. Das ist jetzt auf dem falschen Monitor, nehme ich rüber. Dann gehe ich in das Stammverzeichnis vom LS, Data, Maps, Map US, dann haben wir hier Map i3D, die lade ich jetzt einfach mal, das könnte einen Moment dauern. Sofern er dann nicht wieder abstürzt wie beim letzten Mal. Sehr schön, hat geladen. Jawohl, da ist sie. Das heißt, jetzt haben wir hier natürlich brutales Chaos. Und meine Maus leckt, schön. Also, ihr seht, das ist die Elm Creek. Wir kennen sie, wir haben sie ein bisschen gespielt. Was brauchen wir nicht? Das Terrain brauchen wir nicht, die Sonne brauchen wir nicht, das haben wir ja schon. Career Point schmeißen wir auch gleich weg. Gameplay. Meine ich, kann man auch wegschmeißen. Das meiste da braucht man eigentlich nicht wirklich. Zack, weg. Und das ist die Elm Creek. Jetzt suchen wir unseren Pivo. Hier haben wir ihn. Schieben das Ganze einfach mal runter. So. Jetzt sehen wir wieder unsere Karte. Und wenn wir jetzt unter die Karte gehen, sehen wir die ganze Elm Creek. Mit all den Teilen, die wir auf der Elm Creek verbaut sind. Und ich weiß, die Brücke, die ich möchte, die müsste irgendwo, ich glaube, die ist nicht da hinten, die müsste da sein. Na, schwierig. Ich meine, das ist diese Brücke hier. Ja. Keine Ahnung, warum es so komisch anzeigt, wenn man es von nahen anguckt. Je weiter was man weggeht, umso besser sieht man es. Aber die Brücke, ich nehme jetzt diese ganze
Transform Group. Mach mal ein bisschen kleiner. Kopiere mir die raus. Und setze die bei mir unter Maps. Ich habe vorher schon ein paar Brücken eingefügt. Darum habe ich hier schon Bridges. Anhalte ich mal mit Shift H. Kopiere die neue Brücke rein. Und da haben wir sie. Das heißt, ich gehe jetzt wieder nach oben. So. Und jetzt bin ich natürlich am komplett falschen Ort für meine Karte. Ich möchte die Brücke hier haben. Jetzt einfach mit Ctrl B oder Steuerung B wäre sie hier. Da kann man sie drehen. Schiebe die Brücke mal dahin, wo wir sie haben möchten. Interessant, es ist immer noch durchsichtig. Haben wir da irgendwelche Einstellungen? Clip Distance ist eigentlich gut. Spannend, dass das jetzt so schlecht angezeigt wird. Ich kopiere jetzt das mal da raus. Auf Bridges. Mach da Ctrl B. Tatsächlich zeigt es mir jetzt auch ganz schlecht an. Warum auch immer. Dann schmeißen wir die Elm Creek halt einfach mal weg. Komplett. Okay. Aus irgendeinem Grund wird die jetzt nicht wirklich schön angezeigt, wenn wir da ein bisschen weiter weggehen. Warum das auch immer so ist. Hier unten haben wir die Konsole. Errors haben wir eine Warnung. Ja, die Warnung ist aber wieder mal Giants Standard. Sehr, sehr seltsam. Gut, trotzdem lasse ich die mal da. Man kann sie auch skalieren. Muss halt dann immer aufpassen wegen den Texturen, dass es nicht verzerrt. Am besten hier links unter Attributes. Am besten gleich das Ganze im gleichen Maß skalieren. Ich mache jetzt mal 1,5, 1,5 und 1,5. Möglicherweise ist es jetzt zu breit. Hier drüber kommt dann am Schluss sowieso noch eine Straßentextur, also das ist dann egal. Schieben wir die noch ein bisschen da, wo wir sie genau haben möchten. Wie gesagt, später kommt da Textur rüber. Möglicherweise müssen wir da neu speichern, Karte öffnen. Könnte gut sein, weil ich habe vorher diese Brücken eingefügt auf die gleiche Weise von der Schweizer Karte. Kann ich euch gleich zeigen. Ich springe dahin mit F. Auch schwierig. Je nachdem, wo man ist. Scheint irgendwie komisch. Aber es funktioniert, ich kann es euch versprechen. Es funktioniert. Gut. Was ihr vielleicht in dem Fall eher haben möchtet, zum Beispiel, wenn ich ja schon gesagt habe, testet eure Karte. Ihr habt normalerweise auf der Karte ebenfalls, die ich verlinkt habe,
diesen Vehicle Shop Trigger. Das ist dieser hier. Aber ihr seht, es ist kein Gebäude dazu. Ihr habt zwei Spawnpunkte, aber kein Gebäude. Das könnt ihr genau gleich machen. Entweder ihr ladet eine i3D von den Placeables, also Farming Simulator Data Placeables, irgendein Gebäude, das ihr mögt, oder ihr gebt dann wirklich wieder zurück in die Karten und sagt, nee, ich möchte das Gebäude von der Schweizer Karte, der alpinen Karte, könnt ihr auch wieder die Map, bevor ich das wieder mache, speichern möchte, ihr habt es schon mal gesehen. So, nochmal, Maps, Alpine, Map i3D, jetzt lädt es wieder. So, natürlich haben wir hier auch wieder das komplette Chaos. Das schmeißen wir weg, Sun weg, Terrain weg, Career Point weg, Gameplay meine ich, kann auch weg, genau. Und wenn wir dann auf, ja, jetzt weiß ich es halt nicht mehr ganz genau, wo das Ding war. Zumindest im Ordner. Da oben nicht, das unten ist die Stadt. Es müsste irgendwo, nein. Da. Das ist das Gebäude. Na, so. Also. Ihr seht auch die komplette Struktur, die wir hier haben. Map, Location und dann wird alles hier schön strukturiert. Das haben wir aktuell bei uns natürlich noch gar nicht, überhaupt nicht. Hier kann man einfach sagen, ich will den kompletten Dealer mit allen Zusatzelementen, die zum Shop gehören etc. Geht bis hier rüber. Kann man dann schlussendlich auch komplett rüber kopieren in die eigene Karte. Das habe ich jetzt hier schon gemacht. Ihr seht, Vehicle Dealer, das ist der. Das habe ich alles rüber kopiert. Ich lösche das jetzt wieder, ja. Und ich habe das bei mir hier unter Dealer Shift H. Habe ich das hier schon platziert. Ich habe es jetzt hier natürlich unter Gameplay reingeschoben. Das sind so die Punkte, die man für das Spiel braucht. Die Map, mehr die visuellen Dinge. Ich habe es jetzt aus dem Grund hier reingeschoben. Wenn ich den Vehicle Shop verschieben möchte, verschiebt es mir das komplette Gebäude mit Trigger, mit allem drum und dran. Finde ich persönlich einfacher gelöst. Und darum lasse ich das mal so und schmeiße es vielleicht später noch wieder in die Maps zurück. Zum Vehicle Shop selber. Ihr habt den Trigger. Wie gesagt, das ist das kleine Ding. An dem müsst ihr nichts machen. Das funktioniert bereits schon auf der Karte. Ihr habt den Icon. Das ist den Icons Spot. Das ist das Ding hier. Und den Vehicle Shop Player Spawn. Also wenn man auf die Karte hüpft, also auf den Shop. Okay, das sieht jetzt ein bisschen schwierig aus. Schieben ein bisschen nach vorne. So, wir wollen nicht im Gebäude landen. Sobald man auf der Karte auf das Icon klickt und Shop besuchen, landet man genau hier. Da müsst ihr nichts machen, das funktioniert automatisch. Eventuell müsst ihr vermutlich, das musste ich zum Beispiel hier schon anpassen, das Spawn Place. Das heißt, hier werden eure Fahrzeuggeräte aufgelistet. In Richtung blauer Linie, also
Traktor fährt so weg. Wenn ich das umdrehe, na, will er nicht. Warum denn? Ah, dann spinnt der G wieder mal einmal mehr. Gut, das heißt schlussendlich, ihr müsst gucken, dass die blaue Linie in die Richtung zeigt, wo ihr mit dem Traktor oder dem Gerät, mit dem Traktor abfahren möchtet oder das Gerät ankoppeln wollt. Ihr könnt das erweitern mit diesem Store Spawn Place 2, ist aktuell auch schon in der Karte mit dabei. Wenn ihr sagt, ich habe so viel Platz, ich kann noch eine dritte Spur machen, dann kopieren, das müsste man dann zusätzlich noch eintragen. Ja, ich glaube, das ist soweit so gut, so alles. So könnt ihr wenigstens mal in ein Fahrzeug steigen, mit dem Fahrzeug eure Karte mal angucken. Wie sieht das aus? Wie gesagt, ich empfehle es euch dringend, das zu machen, weil gewisse Dinge sehen hier im G anders aus, als wenn man zum Beispiel im direkten Spiel drin ist. Darum, ich empfehle es euch. Testet das aus. Und auch zu den anderen Objekten, die ihr haben möchtet, habe ich jetzt zwar gerade vergessen, Mist. Ich wollte eigentlich noch ein paar Steine mit hinzunehmen. Dann machen wir das nochmal, leider. Jawohl. Das schmeißen wir wieder weg. Gameplay brauche ich nicht. Das weg, das weg, das weg und das weg. Na, weg. So. Ich wollte. Wo haben wir den Fluss? Der Fluss müsste. Nein, der müsste auf der Seite liegen, genau. So. Also, ihr seht hier jede Menge Steine. Die könnt ihr natürlich sehr gut nutzen, um euer Gebirge zum Beispiel bauen oder einfach Steine für einen Flussrand oder was auch immer. Braucht diese, aber übertreibt es nicht. Weil das könnte schlussendlich dann sein, dass eure Karte an Performance leidet. Je nachdem, wie groß die Karte ist. Ich mache mir jetzt hier mal eine Transform Group. Einfach, dass ich die mal da habe. So. Sag mal Stone. Gehe wieder zurück. Ich nehme die 2, ich nehme die 1, ich nehme da die 4. Da haben wir eine 3, eine 1. Das ist auch ein anderer. 2 haben wir schon. Flat 4. Wo ist das jetzt hin? Was habe ich gemacht? Mist. Also nochmal 3, 2, 1, 3 von Flat Step haben wir. Da haben wir noch eine 1, noch eine 2. So, scroll nach oben. Da haben wir noch eine 4. Ihr seht, die Leiste ist relativ lang, das heißt, wir haben viele, viele Objekte hier drin. Vermutlich aber, ich mache jetzt mal Ctrl X für Ausschneiden, Ctrl V zum Einfügen. Also Flat 1, Flat 2, 3 und 4, Step 1 und 2 und 3.
Warte, ich klicke den nochmal an. Haben wir noch mehr? Sieht irgendwie alles gleich aus. Gleich. Jupp, der Rest scheint gleich zu sein. Heißt, der Rest möchte ich nicht mehr. Ich behalte das und kopiere mir das ebenfalls in die Karte. Und kann mir somit mit diesen Steinen, ich zeige es zum Beispiel mal gleich hier bei dem Berg, Ctrl B. So, ein bisschen drehen. Kann man auch so drehen. Auch wenn der im Boden verschwindet, das ist eigentlich relativ egal. Wenn auch Steine sind zum Teil mit Dreck verdeckt. Dann kann ich den noch nehmen, den schmeiße ich hier hin. Dann kann ich noch hier reinschieben zum Beispiel. Da nochmal Ctrl B. So. Wichtig ist einfach, das Ding sollte am Schluss nicht schweben. Hä? So. Bisschen rein, bisschen runter, so. Zum Beispiel wäre eine Möglichkeit. Oder wie gesagt, ihr könnt das natürlich auch als Flussmündung oder Ufer setzen. Nehmen wir zum Beispiel mal hier. Ctrl B. Dann nehmen wir noch da den. Ctrl B. Den. Ctrl B. Und den. Ctrl B. Zack. Und so könnt ihr eigentlich eure Karte mit Dekoration füllen. Mir ging es jetzt in dem Video eigentlich hauptsächlich darum, dass ihr wisst, wo ihr das Material herbekommt. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze aus den anderen Karten holen. Das ist kein Problem. Da habt ihr die Freigabe von Giants. Wichtig ist, dass ihr da nichts von anderen Modern nehmt, außer ihr habt die Freigabe. ja gut, schlussendlich geht es ja darum, ich habe jetzt diese Brücke und die Brücke da hinten, die sieht man jetzt aber nicht, das muss ich aber noch checken, warum man die jetzt von da nicht sieht, vermutlich weil es einfach zu weit ist. Oder ich muss den GI einfach mal schließen, das kann eben leider auch sein. Im späteren Video, im nächsten Video, möchte ich eigentlich auf die Straßen eingehen. Weil ich möchte zuerst die Straßen zeichnen, bevor ich dann wirklich in das Foliage Painting gehe, also mit den Dekorationen hier, vor allem diesen Bereich. So, ich habe jetzt hier mal ein bisschen Wiese gemalt, zum Beispiel. Und da gibt es noch einen coolen Trick, den zeige ich euch das nächste Mal. Somit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, ciao. Get out what you're putting in.